Als die Eltern endlich nach Hause kommen, läuft aufgeregt die Susi zu ihrer Mama und ruft: Mama, Mama, hast du mir was mitgebracht? Die Mutter war in Afrika gewesen und hat dort im Krankenhaus gearbeitet. Und sie war froh, dass es auf dem Flughafen so einen Shop gab, wo man noch dies oder jenes einkaufen konnte. Und da hat sie diese kleine, süße Giraffe erworben. Weil auf der Arbeit, da wo sie geholfen hat, war einfach keine Zeit für Safari. Und sie versteckte diese Giraffe hinter ihren Rücken und holte sie dann ganz langsam vor. Und Susis Augen wurden immer größer. Und alle haben sich dann umarmt. Die Mama, die Giraffe, die Susi und der Papa. Ein zufriedener Moment. Das war eine glückliche, zufriedene Familie in diesem Moment. Die Mutter half gerne, weil die Not in Afrika so groß war. Dort lernte sie junge Ärzte an. Ihre Familie unterstützte sie und sie kümmerten sich dann selber. Der Vater kümmerte sich um die Kinder und sie konnte als Ärztin dann auch mal ausreisen. Zum Glück waren es immer nur ein paar Wochen, meistens im Sommer. Dann waren sie wieder zusammen. Später sind sie als ganze Familie mal dorthin geflogen und sie haben Einsätze dort gemacht. Und jeder wusste danach, dass wir zwar in Deutschland auch Probleme haben mit der medizinischen Versorgung und das ist auch ernst zu nehmen und es ist nicht kein Problem, doch wussten sie auch, wie viel Luxus wir noch haben. Und plötzlich war sie wieder da, die Zufriedenheit, die Dankbarkeit über die vielen Kleider, die vielen Bücher, die Autos, das Haus, die Urlaube, die Einsätze, auch über das, was sie sich vielleicht nicht leisten konnten. Ich lese uns mal einen Text vor, der auch so ein bisschen was über Zufriedenheit aussagt. Zufrieden sein, das ist ja das Wort zu und Frieden drinne. Das wünsche ich uns, dass wir das neu auch erfahren. Ich lese uns aus Psalm 131 vor. Es von David. Jahwe, ich bin nicht hochmütig geworden. Ich schaue auf niemanden herab. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß sind oder zu wunderbar. Nein, ich habe mich beruhigt und ich habe meine Seele beschwichtigt. Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind bin ich geworden. Israel, vertraue auf Jahwe, von jetzt an und für immer. Zufriedenheit bedeutet laut Wiki im Internet, innerlich ausgeglichen sein, nichts anderes zu verlangen, als man hat, mit den gegebenen Umständen zufrieden zu sein, mit den Verhältnissen, in denen man lebt, mit den Leistungen oder mit ähnlichen einverstanden zu sein, nichts auszusetzen zu haben. Was macht mich denn zufrieden? Ist es der Wunsch, vielleicht keine finanziellen Sorgen mehr zu haben, das Häusle, was man so sich gebaut hat? Oder noch dabei ist, gerade aufzubauen, das idyllische Familienleben, Frieden zwischen Generationen, die berufliche Karriere, die Kinder, die große Gemeinde. Mal ist es dies, mal ist es jenes. Aber der Wunsch, dass man innerlich ausgeglichen ist oder auch erfüllt ist, vielleicht gerade in einer miesen Zeit, der ist doch bei vielen da, oder? Vielleicht könnt ihr heute eher sagen, was euch unzufrieden macht. Das ist ja manchmal schneller da. Benjamin Franklin sagte, der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl. Ich hoffe, ihr sitzt gerade alle sehr bequem. In der Geschäftswelt gibt es so eine Methode, die nennt man CSI, Customer Satisfaction Index. Und da versucht man, die Kundenzufriedenheit herauszubekommen. Und diese Befragung gründet sich auf der Feststellung gleichzeitig nach der Bewertung der Qualität der Leistung und der Erhebung der Erwartungshaltung für die Eigenschaften und oder der Leistung der Befragten. Und in einer algorithmischen Verknüpfung werden dann diese beiden Ergebnisse auf den Wert der Zufriedenheit ermittelt. Mal ganz praktisch, wer das jetzt nicht verstanden hat.
Ist ganz praktisch, als ich mein Auto in der Werkstatt hatte, habe die Sommerreifen drauf machen lassen, kriegte ich hinterher eine E-Mail von der Werkstatt und ich wurde befragt nach dem Werkstattservice und konnte den bewerten, musste da Fragen beantworten und konnte dann Sternchen vergeben. Je mehr Sternchen ich vergeben habe, desto besser ist denn die Bewertung. Aber wie weit kommen wir denn da, wenn wir immer alles bewerten? Können wir uns immer zufriedenstellen, mit jedem in Harmonie leben? Es prägt uns doch, wie wir geprägt worden sind. Welche Kriterien haben wir dann? Wer ist dann eigentlich ein Supervater? Jetzt schreien alle hier, ne? Der Supervater nach der Bibel, Johannes 15, das Vorbild des Vaters mit den zwei verlorenen Söhnen, sag ich mal. Und wie ist dann eine Supermutter? Schreien jetzt auch wieder alle hier. Ist es die Haushaltsfrau von Sprüche 31? Keine Ahnung. Was ist der perfekte Sohn? Wie ist die perfekte Tochter? Der zufriedene Single? Wie ist die dankbare Oma oder Opa? Wir wissen, das Leben ist nicht immer ein Fußballspiel und es ist nicht immer ein Märchen, sondern manchmal ist es auch ein Drama oder ein Actionfilm. Alle Menschen, ob alleine, ob in Familie, haben ihren Alltag zu bewältigen mit vielen Aufgaben, vielen Möglichkeiten und Verantwortungen. Da ist immer wieder die Entscheidung gefragt, was hat Priorität? Und natürlich prägt das Zusammenleben. David wird in der Bibel auch von Gott einen Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und wir kennen seine Lebensgeschichte sicherlich. Übersehen im Elternhaus, doch von Gott gesehen. Er hatte Zeit der Vorbereitung und des Gebets. Da beim Schafehüten, ne? Und Musik machen, Lobpreis im Verborgenen. Dann gab es Zeiten des Kampfes. Sein Vorgänger war nicht so förderlich für ihn. Er wollte ihn töten. Dann gab es die Zeit der Krönung. Dann gab es die Zeiten des Stolzes und des Falls, der Sünde, des Ehebruchs, des Mordes, das er begangen hatte. Dann gab es die Zeit der Vergebung. Dann gab es die Zeit des Reifens und des Regierens, die Zeit des Regierens, die Zeit des Kämpfens und dann auch die Zeit des Abdankens. Irgendwann gehört es zum Leben auch dazu. Im Psalm 131 bekommen wir einen Einblick. Zum Lesen ist der Psalm ziemlich kurz. Man könnte ihn sogar auswendig lernen. Aber zum Leben lernen ist er doch sehr lang. Er enthält Erfahrungen. Erfahrungen, die man vielleicht erst mit den Jahren bekommt im Leben. Er spricht von einem Kind und erhält die Erfahrung von jemandem im vollen Mannesalter herangereift, einen gereiften Gläubigen. Wir schauen hier in tiefer Demut diese Verbindung mit einem geheiligten Herzen, ganz gestillt in Gottes Gegenwart. Wie genial ist das dann? Ganz gestillt sein im Glauben in der Gegenwart Gottes, die Hoffnung allein auf Gott gesetzt zu haben. Glücklich ist der Mann und glücklich ist die Frau, die diese Worte des Psalmes ohne Heuchelei zu ihren eigenen machen können. Solche tragen das Bild von Jesus in sich, den Charakter Gottes. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist das. Der Psalm beschreibt diesen wichtigen Zusammenhang, diese tiefe Demut, aber die höchste Glaubensgewissheit. Der erste Tipp, den er gibt, ist: Pass auf deine Augen auf. Meine Augen sind nicht zu stolz. Was dem Herzen gefällt, da schaut man hin. Und das suchen die Augen. Wohin unsere Begierden eilen, da folgen auch unsere Blicke. Der gereifte gläubige Mann war sich dessen bewusst. Er hat es ja erlebt. Manchmal hat er es geschafft, aber manchmal auch nicht. Und da war ein großer Fehler dabei. Aber er hat dazugelernt. Dieser David hat es eben nicht auf Dauer verkehrt gemacht. Und er hat nicht von oben auf andere herabgeschaut.
Das hat er erkannt im Alter, dass das wichtig ist. Auch wir sollen darauf achten, wohin unsere Blicke sich wenden. Nicht zu begehren, das nächste Haus, nächsten Frau, Mann, Auto, Werkstatt oder Urlaub. Nicht zu vergleichen. Wir vergleichen uns doch meistens nur mit Menschen, denen es scheinbar besser geht, oder? Hast du dich schon mal mit einem Armen verglichen, denen es schlechter geht? Dann würde man ja vielleicht dankbar werden oder könnte den Armen auch etwas abgeben. Oder dann schlagen wir die Augen nieder und schämen uns. Aber auch da, wenn wir uns abwenden, können wir wieder neu mit Jesus anfangen. Jesus vergibt doch so gerne. Dafür ist doch das Kreuz. Dafür ist er doch unser Retter. Wenn wir uns verrannt haben mit unseren Sünden, mit unseren Augen oder Herzen oder auch Taten, können wir umkehren und wieder Gottes Weg einschlagen, um Vergebung bitten, Reinigung, Wiederherstellung, Erneuerung. Oder wenn uns Sorge und Frust innerlich auffrisst, lass nicht zu, dass dein Leben oder deine Familie, deine Gesellschaft, deine Arbeit zerstört wird oder deine Gemeinde. Friss es nicht in dich hinein oder tratsch es auch nicht nach außen rum. David hat eine weitere Gefahr erkannt, ist die Überheblichkeit, auf zu großen Fuß zu leben. Ich weiß nicht, welche Schuhgröße du hast. Schreib es doch mal in die Kommentare, könnte ganz witzig sein. Ich habe 39. Ja, also sollten wir nicht auf zu großen Fuß leben. Also wenn man dann sagt, bis auf 45, das meint aber etwas anderes, meint jetzt nicht unsere Schuhgröße, sondern es meint einfach, wenn wir mehr ausgeben, wie wir haben. Wir können nur das ausgeben, was wir verdienen. Und eigentlich gehört ein Teil auch davon Gott, wenn nicht sogar alles. Er kann uns das zur Verfügung stellen, dass wir damit gut haushalten. Und es ist ja auch nicht schlecht, wenn man immer ein bisschen spart. Nur ist das gar nicht so einfach, wenn alles immer teurer wird, oder? Trotzdem sollen wir lernen, gut haushalten. Ich wandle nicht mit Dingen, die mir zu groß sind, zu hoch sind. David zettelte keine Verschwörung an, um die Krone von Saul schon etwas eher zu bekommen. Also es geht eben auch nicht nur um Geld, ne? Obwohl er von Gott berufen war und schon der gesalbte König von Israel war, hat er gewartet und musste fliehen. Er hat auch nicht in einer falschen Berufung gelebt. Er hat nicht zum Beispiel das Priesteramt einfach an sich gerissen wie sein Vorgänger Saul, sondern er achtet auf die von Gott gesetzte Zusammenarbeit. Auch wir sind gut, wenn wir im geistlichen Urteil uns üben, dass wir wissen, das ist unsere bestimmte Lebensaufgabe, das ist unser Wirkungskreis und den wollen wir ausfüllen, so gut wie möglich. Aber da sind auch andere Menschen, die Gott auch da hineingestellt hat und da können wir uns ergänzen. Und die dürfen wir genauso akzeptieren und zusammenarbeiten, vielleicht als Team oder auch zu ihnen gehen mit anderen Dingen, dass wir, sie haben ja dann meistens auch andere Gaben wie wir. Ja, wenn wir manchmal alles an uns reißen oder so Machtmenschen gibt, dann kann das Miteinander ganz schön vermiesen. Und das sind sehr unangenehme Menschen, die so sind. Und sie sind wenig nützlich. Sie machen mehr kaputt, als dass sie aufbauen können. Also reiß nicht alles nieder, indem du versuchst, dich über Macht oder über Leistung zu definieren. Für jeden Menschen ist es wichtig, ein gesundes Maß zu haben. Spurgeon hat einmal gesagt, sonst strecken wir uns zu sehr aus, dass wir verrecken dabei. Das ist doch deutlich, oder? Vers 2 steht dann, ich habe mich beruhigt und meine Seele beschwichtigt. Wir kennen das, diese Gedanken, diese Gefühle, die wie so am Meer an Leidenschaften sein können, mit Wünschen, mit Ehrgeizereien, mit Sorgen, dass wir zur Ruhe kommen. Manchmal laufen wir auch wie in so einem Hamsterrad und wollen endlich mal wieder inneren Frieden finden. Können wir wie David sagen, ich habe mich wieder beruhigt? Wie ein
Entwöhntes, zufriedenes Kind bei seiner Mutter. Entwöhnung ist ja nicht so leicht. Und ich habe manches Kind gesehen, das sich gewehrt hat, abgestillt zu werden. Aber es gehört zur gesunden Entwicklung dazu. Wer als Erwachsener noch am Rockzipfel oder an der Brust der Mutter hängt, hat irgendwas nicht verstanden, oder? Es braucht ein gesundes Loslassen, eine gesunde Entwicklung. In der Bibel steht, dass man Vater und Mutter verlassen soll, um dann vielleicht der eigenen Frau anzuhangen. So gilt es den Männern. Und wenn sie Kinder haben, dann ist das die Familie. Und da braucht es gesunde Grenzen. Das heißt nicht, dass man nicht eine gesunde Beziehung, wenn das möglich ist, mit Eltern oder Schwiegereltern haben soll. Aber wie oft ist es, dass es Umkehrung der Elternrolle gibt oder dass es ungesunde Verbindung ist, dass im übertragenen Sinne die Schwiegermutter noch mit im Bett liegt und die Ehe zerstört und es immer schwierig ist, weil der Sohn nie erwachsen geworden ist oder die Tochter nie erwachsen geworden ist? Ja, David kennt miese Familiengeschichten. Durch seinen eigenen Fehler hat sich das auch noch durchgezogen. Aber trotzdem war er ein zufriedener Mann, weil er diese Zufriedenheit in Gott gefunden hat, diesen inneren Frieden. Und das kann Gott dir auch schenken. Und die Hoffnung auf Gott wird zum Schluss beschrieben. Diese ganz gestillten Wege können wir an Gott finden. Da wird unsere Seele wieder ruhig und geborgen in dem Willen Gottes. Da ist Geborgenheit da, völlige Auslieferung, völliges Vertrauen und trotzdem auch erwachsene Verantwortungsübernahme. Das spielt zusammen und schließt sich nicht aus. Und das ist keine fromme Floskel. Wer auf Gott hofft, richtet sich auf ihn aus und übernimmt auch Verantwortung für sich selbst, für seine Familie, für die Gemeinde, für die Gesellschaft. Und auch die Seele wird innen gesegnet. Es ist ein gesundes Geben und Nehmen. Und da stellt sich Zufriedenheit ein. Auch wenn nicht immer jeder so reagiert, wie man sich das wünscht. Darum geht es auch nicht. Das kann man auch mal aushalten. Aber Zufriedenheit stiften und erleben und Unzufriedenheit auch am Kreuz abzugeben. Es ist gut, wenn wir unsere Unzufriedenheit erkennen, auch die Ursache bedenken, aber sie auch bekennen und lassen. Vielleicht habt ihr in den Punkten, die der Psalm uns so ein bisschen beleuchtet, Psalm 131, auch Dinge in eurem Leben erkannt. Dann wollen wir jetzt zusammen beten und Gott darin einladen, dass er uns wieder Frieden gibt und dass die Unzufriedenheit, die sich breit gemacht hat, weil unsere Augen uns verleitet haben oder wir auf zu großem Fuß gelebt haben im übertragenen Sinne, dass wir da wieder Frieden mit Gott und miteinander finden. Lasst uns beten. Danke, dass du uns zu dir, Jesus, einlädst, Herr. Danke, dass du uns wieder Ruhe, Heilung und Frieden geben kannst. Mach uns zufrieden, Herr. Wir geben dir jetzt alle Unzufriedenheit, die so in unserem Herzen und in unseren Gedanken sind. Manchmal sind wir wirklich auch in schwierigen Situationen, wo wir keine Ruhe und keinen Frieden mehr finden, Herr. Aber du kannst uns wieder Frieden schenken, selbst im Sturm des Lebens und in der schwierigen Zeit, in der wir auch leben, wenn wir immer so negative Nachrichten bekommen, Herr. Aber wir bitten dich auch, dass du uns hilfst, darauf zu schauen und auf unsere Augen zu achten, was wir uns reinziehen, ob es in den Nachrichten ist, in den Videos, im Internet oder so im Leben, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns vergibst, Herr, wo unsere Augen in falsche Richtung geschaut haben, wo sie begehrt haben, wo Bilder sich eingeschlichen haben, die da nicht sein sollten, Herr. Und wir bitten dich auch um Vergebung, wo wir stolz waren, Herr, wo wir uns selbst überschätzt haben, Herr, wo wir nicht mehr dankbar waren mit dem, was wir hatten, wo wir uns immer nur verglichen haben und mehr wollten und dadurch die Unzufriedenheit gewachsen ist, Herr, wo wir dir nicht vertraut haben, dass du für uns sorgen kannst. Und wir lassen auch das los, Herr, und geben es zum Kreuz und bitten dich, Herr, dass du es wegnimmst, Herr. Du bist dafür gestorben und auferstanden. Herr, gieß jetzt wieder dein Gottvertrauen in uns aus, Herr. Und bring uns zur Ruhe, Herr.
Reinige uns, Herr, und schenke uns wieder die Dankbarkeit, dass wir Dinge wieder sehen lernen, die wir haben, und dass wir uns wieder freuen können und dass wir mit deinen Augen sehen lernen und dass unsere Augen erkennen, Herr, was wir alles haben, wofür wir dankbar sein können, Herr. Danke, dass du jetzt an uns wirkst und uns segnest. Mit tiefem Frieden. Amen.